Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute mal zu einem etwas anderen Videostil. Als Kia 2019 den e-Soul auf den Markt brachte, hatte er die schwere Aufgabe, den erfolgreichen Soul EV zu beerben bzw. zu übertrumpfen. Und das ist ihm gelungen. Innerhalb kürzester Zeit war die Produktion des e-Souls komplett ausverkauft. Anfang April 2020 wurde er sogar zum World Urban Car of the Year gekürt. Und gerade einmal ein Jahr nach seiner Markteinführung gibt es die ersten Upgrades für das Modelljahr 2021. So bekommt das Modell mit 150 Kilowatt Motor und 64 Kilowattstunden Akku eine ab Werk eingetragene Stützlast von 100 Kilogramm. Damit ist die Mitnahme von E-Bikes möglich. Alternativ könnte auch ein Lastenträger angekuppelt werden, der die Variabilität des e-Souls erheblich erweitern kann. Diese Stützlast gestattet es jedoch immer noch nicht, einen Anhänger dran zu hängen. Ja, was beim Kona Electric in Norwegen möglich ist, wird uns beim e-Soul leider verwehrt. Hyundai in Norwegen schreibt hierzu, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit, egal ob gebremst oder nicht, bei 80 Stundenkilometer liegt. Die zulässige Anhängelast beträgt 300 Kilogramm. Die Stützlast beträgt auch hier 100 Kilogramm. Ja, doch jetzt wieder zurück zum Kia e-Soul 2021. Kia spendiert den e-Soul mit 150 Kilowatt Motor und 64 Kilowattstunden Batterie gegen Aufpreis einen 3-Phasen-Lader. Für die 100 kW Variante gibt es dieses Extra jedoch nicht. Wer diesen 11 kW Lader verbaut haben möchte und damit die AC-Ladezeit auf 4,5 bzw. 7 Stunden verkürzt haben will, muss hierfür 500 Euro bei der Bestellung mehr mit einplanen. Ja, Kia will dem e-Soul für das Modelljahr 2021 noch eine qualitative Verbesserung des Interieurs spendieren. Was das jedoch für Verbesserungen sein soll, darüber schweigt Kia momentan noch. Vielleicht bekommen die Türen neue Türpappen, die ein wenig gepolstert sind und somit für eine weniger plastikhafte Erscheinung sorgen. Also lassen wir uns einfach mal überraschen. Darüber hinaus erhält der e-Soul einen auffälligeren e-Soul-Schriftzug an der C-Säule, um ihn eindeutiger als Elektrofahrzeug in Erscheinung treten zu lassen. Als nächstes folgt dann noch das SUV-Design-Paket, welches jetzt ja auch schon hier in Deutschland erhältlich ist. Bei diesem Design-Paket handelt es sich um schwarze Kunststoffelemente, die an den Flanken, den Radhäusern und der Front- und Heckschürze verbaut wurden. Ja, an Front- und Heckschürze gibt es dann noch so alufarbene Kunststoffelemente, die damit eingebracht wurden. Und jetzt kommt es ganz dicke. Für alle, die noch mehr Stauraum brauchen, bietet der niederländische Kia-Importeur den e-Soul als Cargo-Variante an. Hierbei handelt es sich um ganz normale e-Soul, die der Kunde nach seinem Wunsch bestellen und dann umrüsten lässt. Bei diesen Fahrzeugen werden die hinteren Sitzplätze durch einen soliden Laderaumboden nebst Trennwand zu den vorderen Sitzen ersetzt. Ergänzt man diese Kastenwagen-Variante und ihren 1 Kubikmeter Ladevolumen jedoch mit der Trägerkupplung, so kann die Ladekapazität noch erheblich erweitert werden. Da dem Fahrzeug nur die hinteren Sitze entfernt wurden, kann der e-Soul Cargo jederzeit wieder zurückgerüstet werden und wieder für die Beförderung von bis zu 5 Insassen dienen. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Und ja, im nächsten Video geht es übrigens um ein weiteres Cargo-Fahrzeug, ja, mit dem viele hier in Deutschland noch gar nicht gerechnet haben. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.